Hallo Leute, Moment, ich schalte mal um. Also es hat nicht so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Also wer bis jetzt die anderen 6 Videos angeschaut hat, wird sich wissen, was ich meine. Ich wollte eigentlich erst von da, wo ich wohne, in Richtung Universitätszahnklinik laufen. Also ich frage natürlich nicht genau, wo ich wohne. Ich sage nur so viel, habe ich ohnehin schon erwähnt. Universitätszahnklinik. Ja, Medizinische Akademie. Moment, ich muss mal umschalten. Und da hinten wäre die Medizinische Akademie. Oder Klinikum oder Helios. Also damals in DDR-Zeiten hieß es Medizinische Akademie. Später hieß es Helios oder Klinikum. Da war auch das Zimmer, was ich mal erwähnt habe hier, wo ich 2020 Blinddarmdurchbruch hatte, wo ich dann da drin lag. Das erste Mal in meinem Leben, wo ich selber krank geworden bin. Und das hat nicht geklappt, also irgendwo in Richtung Helios Klinikum zu laufen, in Richtung Zahnklinik zu laufen, in Richtung Universität zu laufen und da irgendwo möglicherweise eine ruhige Stelle zu finden, wo ich dann mal etwas lauter singen kann. Dann bin ich von da aus weitergelaufen. Man hat die anderen Videos gesehen, ständig kamen irgendwelche Leute durchs Bild, also haben gestört. Wer singt schon gerne, wenn irgendwelche Leute um ihn rumlaufen, also wie gesagt, gerade wenn man laut singt. Ist halt nicht so geworden, wie ich es vorgestellt habe. Dann bin ich in Richtung Domplatz weitergelaufen, also am Gutenberg-Gymnasium vorbei. Ist mir erstmal aufgefallen, dass die Gedenktafel gar nicht mehr an der gleichen Stelle ist. Also Gutenberg-Gymnasium muss ich niemandem erzählen, der aus Erfurt kommt. Aber eigentlich bundesweit müsste es auch sich rumgesprochen haben. Das Gutenberg-Massaker 2002, also Gutenberg-Gymnasium, sogenannte Schulmassaker in Erfurt. Dann bin ich in Richtung Petersberg weitergelaufen. Da waren leider auch irgendwelche Jugendlichen. Konnte nicht ahnen, dass da irgendwo so eine Veranstaltung ist. Jetzt bin ich um Petersberg rumgelaufen, über den Petersberg drüber gelaufen. Moment, ich mach bitte auch mich. Mal kurz umschalten hier wegen Helios Klinikum. Also ich bin wieder da, wo ich ungefähr bin, also Helios Klinikum. Wo ich ungefähr, kann man sagen, gestartet habe aufzunehmen. Also hier bis jetzt, es waren 6 Videos, das ist Video Nummer 7. Dann bin ich von hier aus Helios Klinikum, bin ich weiter in Richtung Universität gelaufen, Zahnklinik. Da bin ich weitergelaufen in Richtung Gutenberg Gymnasium. Da bin ich weitergelaufen in Richtung Petersberg, wo es runtergeht in Richtung, also ich habe damals die Treppenstufen mitverlegt, 2009 bis 2010, in Richtung Gutenberg Gymnasium. Und egal, wo ich gedacht habe, ich bin für mich alleine, ich kann singen. Jetzt ist mir im Nachhinein auch klar geworden, warum. Wir haben es Freitag, den, also mittlerweile haben wir es den 31. Wenn der Monat September im Jahr 2022 31 Tage hat. Mittlerweile haben wir es noch Mitternacht. Wir haben Samstag, den 31., falls der September 31 Tage hat. 31.09.2022 und es waren überall Menschen unterwegs. Oder es waren Polizisten unterwegs, oder es waren Ordnungskräfte unterwegs, hier Lochen-Schießgesellschaft, nenne ich so mal aus Spaß, also in Wahrheit Wochen-Schießgesellschaft. Es war unmöglich. Wer singt schon gerne, wenn irgendwo Leute mit rumspringen? Also ich dachte wirklich, ich bin alleine, aber ich habe das damals anders in Erinnerung, da war ich wie gesagt da ohne den Hund unterwegs und da war keine Corona und da war nicht irgendwo wie heute hier das Wochenende vor der Tür. Also ich hätte es wahrscheinlich machen müssen in der Nacht vom Sonntag zum Montag. Dass ich wirklich mitten in der Nacht losgelaufen wäre, draußen alleine. In der Nacht vom Sonntag zum Montag, dann wäre garantiert weniger Zeug gewesen. Aber hier war halt ständig waren Leute unterwegs. Und da wollte ich, wie gesagt, wo ich hinten am Petersberg, wo es nicht geklappt hat, wollte ich um den Domplatz rumlaufen. Also in Erfurter Domplatz. Erfurter muss ich nicht sagen. Ich sage das für andere Leute die aus der Bundesrepublik, die das Video mal irgendwann zu sehen bekommen würden. War überall irgendwo auch auf dem Domplatz wahrscheinlich wieder hier so eine Veranstaltung hier. Ich schätze mal die gleiche, die mit dem Petersberg, wo ich das schon Buden gefilmt habe, zu tun hatte. Irgendwas habe ich gelesen mit 2022 und irgendwelche Mannschaftstransporter, also grünen Minas von Polizisten standen rum. Tja, es blieb mir anders übrig. Bin ich halt in die Straßenbahn eingestiegen, bin wieder in meine Richtung, wo ich grob wohne. Natürlich verrate ich nicht genau, wo ich wohne. Gefahren, also es reicht, wenn ich hier das Helios Klinikum erwähne. Also entweder komme ich heute noch dazu, was zu singen, ohne dass mich irgendwelche Leute stören, dass ich mich selber gestört fühle, auch etwas lauter.
Oder ich mache es halt doch von zu Hause aus. Da mache ich natürlich kein Lied, was ich bereits schon jetzt, wie hier Böser Onkels, bin ich nur glücklich, wenn es schmerzt, was ich schon mittlerweile zweimal sogar gesungen habe. Ich habe mir überlegt, wahrscheinlich mache ich weit weg. Also hier von Böser Onkels. Passt irgendwo. Weit weg von besseren Tagen, weil ich habe schon mal bessere Tage erlebt. Ich konnte früher, ob das mit dem Hund war, irgendwie habe ich das Gefühl, es tropft, aber also es regnet gleich. Also jetzt am 31. am frühen Morgen hier. Am 31.09.2022. Oder es ist, wir haben schon den 1. Oktober, also am 1.10.2022. Irgendwie habe ich das Gefühl, wenn ich früher allein unterwegs war, oder später mit dem Hund, dass da weniger Menschen unterwegs waren, auch jetzt hier in der Nacht vom Freitag zum Samstag. Ich war jetzt ganz überrascht, was hier für Leute unterwegs sind. Weil ich dachte, hier die Corona-Ausgangssperren gelten teilweise immer noch. Also hier die Gängeleien hier. Auch wenn der Corona-Blödsinn in Thüringen mittlerweile seit Anfang April bereits aufgehoben worden ist. Hat mich ganz überrascht. Also ich dachte eigentlich, die Leute sind alle knapp bei Kasse. Also am Monatsende, gerade Hartz-IVler, haben kein Geld. Es waren haufenweise Menschen unterwegs. Moment, ich mache mir noch meine Kippe ein. Warum ich überhaupt jetzt hier ausgestiegen bin, also hier beim Helios Klinikum, wo ich ungefähr auch gestartet habe zu filmen. Da muss ich aber wieder umschalten, Sekunde. Auf diesem Parkplatz hier, also hier ist das Helios Klinikum, sieht man jetzt nicht, bis auf die paar beleuchteten Fenster. Das ist der Parkplatz. Hier bin ich 2012 oder 2013 auch schon mal ausgestiegen. Also damals, wo ich mal so große Runden gedreht habe, da hatte ich den Hund noch lange nicht. Also 2012, 2013 hatte ich dann erst von 2019 bis 2020 den Border Collie, Spitz Border Collie Mischling. Bin ich hier ausgestiegen, oder beziehungsweise bin hier lang gelaufen. Und was sehe ich hier, wie jetzt hier, dieses Auto? Ich filme mit Absicht nicht Nummernschild, wegen Persönlichkeitsrechten. Da ist eine Straßenbahn hier. Dieses Auto oder hier die beiden Autos. Was sehe ich hier damals? Ich laufe mal ein Stück weiter. Eine Frau, ich schätze mal, die hat ihren Liebhaber besucht oder kam von ihrem Liebhaber, die sich gerade hier auf diesem Parkplatz, hier ungefähr kann man sagen, ist mir jetzt gerade wieder eingefallen, deswegen filme ich es. Aber ich muss halt aufpassen, dass ich Nummernschild nicht mitfilme zwischen diesem Auto und diesem Auto, ungefähr hier an der Stelle, wo ich jetzt gerade hinzeige. Da. Die sich hier auf dem Parkplatz vor dem Auto, vor der offenen Autotür ihre Hose auszieht, ihre Unterwäsche auszieht, also sprich ihren Slip auszieht. Ich weiß nicht, ob das sich hier unten rum abgewischt hat, also sprich, ihr wisst, was ich meine, also es ist was passiert, also ohne Verhütung. Und hat sich frische Unterwäsche angezogen und eine frische Hose angezogen. Und da musste ich damals dermaßen lachen, also wo ich hier oben gerade diesen Weg hier oben lang gelaufen bin und habe das hier beobachtet aus den Augenwinkeln. Ich habe nicht damit gerechnet. Und damals habe ich ja nicht den Film dabei gehabt. Deswegen erzähle ich jetzt nochmal die Anekdote. Dass sich jemand wirklich auf der Straße die Hose und die Unterwäsche auszieht und wechselt die Unterwäsche. Also in dem Fall eine Frau, ich schätze mal, aus naheliegenden Gründen, also was ich gerade angedeutet habe. Es ist was passiert. Ohne Verhütung. Vielleicht hat sie auch gestrullt. Also sprich, ihr wisst, was ich meine. Sich einuriniert und also die Klamotten waren dann dementsprechend feucht. Man wollte halt, wenn man Sachen dabei hat, man wollte halt die Klamotten wechseln. Aber ich gehe davon aus, also das erste war der Fall. Und das hat mich damals dermaßen amüsiert, deswegen bin ich jetzt aus Spaß an der Stelle wieder ausgestiegen. Und weil ich gehofft habe, hier, ich gehe jetzt nochmal in den Innenhof. Hier ist ein Innenhof. Ich will jetzt das Haus nicht weiter zeigen, das sieht man ohnehin nicht hier bei den Bäumen. Hier steht noch mein Haus. Hier ist ein Innenhof. Vielleicht habe ich da meine Ruhe, aber ich glaube es nicht mehr. Also wenn, dann werde ich. Moment, ich schalte wieder um. Wenn, dann werde ich weit weg von den Onkels, also Böser Onkels weit weg, werde ich daheim singen. Also wie ich es vorhatte eigentlich, ich bin nur glücklich, bin ich nur glücklich, wenn es schmerzt oder für immer draußen im Freien zu singen, hat nicht geklappt. Lache wahrscheinlich daran, dass ich am Freitag zum Samstag in der Nacht das versucht habe. Haufenweise Menschen unterwegs sind. Jetzt haben wir zwar in der Mitternacht, also hier ist es weniger geworden. Also hier Menschen, hier ist halt noch eine Straßenbahn gerade. Ich kann es nicht wieder umschalten.
Müsste das Handy drehen, Moment. Ja. Hast du sogar gesehen, die Bahn. Also jetzt sind schon weniger Leute unterwegs. Also wir haben schon bereits nach Mitternacht, wir haben bereits den 31. oder den 1.10.2022, aber ist nicht so geworden, wie ich es mir vorgestellt habe. Also mit diesem Video wären es 7, möglicherweise wird es dann 8, falls ich dann noch die Gelegenheit habe zu singen. Ansonsten mache ich es halt von daheim aus und singe irgendwann. Wo ich eigentlich dachte, ich kann draußen im Freien singen. Naja, weil ich jetzt seit 2019 bzw. 2020, wo ich dann den Hund verloren habe, ich habe jetzt den Hund schon mehrmals erwähnt, muss ich jetzt nicht einmal genauer erklären, weil ich halt nicht mehr großartig draußen war. Und dann, wie gesagt, ist es mit meiner Mutter passiert. Hier ist schon wieder ein Igel und eine Katze. Ich habe mittlerweile schon 4 oder 5 Igel gesehen. Ist aber einer mal in der Jahreszeit, September, Oktober. Da wollen die Igel hier Winterspeck ansetzen. Das weiß ich ja. Ich habe ja auch schon mal Igel gerettet. Also auf dem Petersberg, was ich erzählt habe. Wir wollten da Treppenstufen legen und haben irgendwelche Sträucher und sowas geschreddert. Also Büsche, verrottetes Gestrüpp. Und auf einmal war mitten in den Büschen war ein Igel, Nest, also wo eine Igelmutter ihre Igelbabys geboren hat. Und der eine wollte die, so wie es war, dieses Nest, was die Igelmutter gebaut hat, wollte das nehmen, wollte das in Häcksler, also in Unkraut, Gestrüpp, Schredder reinschmeißen. Und das war ich bis zur Irre. Also habe sie weggenommen, habe die Igel in eine Schokotonne gepackt und habe sie halt abgegeben und habe sie halt dann später dafür gesorgt, dass die ein Tierheim übergeben worden sind, also ein Tiernotrettungsdienst. Ich sage hier, man bringt nicht Sinn, dass irgendwelche Tiere um. Ja, ich bin halt so, also wie gesagt, Menschen, aber das ist halt persönliche Erfahrung. Menschen bedeuten mir weniger was. Ich habe halt, wie gesagt, nicht unbedingt die besten Erfahrungen gemacht mit Menschen, aber wie gesagt, Tiere war ich schon immer. Also Tierquälerei kann ich absolut nicht sehen, im Gegenteil. Tiere sind die besseren Menschen, wie man so schön sagt. Ich habe eigentlich nur bis jetzt, bis auf ganz wenige Ausnahmen, also link, tückisch, falsch, wissen wir ja, bestimmte Tierarten, bestimmte Tierrassen. Ich habe eigentlich nur gute Erfahrungen mit Tieren gemacht. Mit Menschen habe ich eigentlich mittlerweile seit 1973 bis 2022, also 49 Jahre, fast 50 Jahre, habe ich eigentlich nur schlechte Erfahrungen gemacht. Und das liegt nicht an mir. Im Gegenteil. Ich habe Menschen genauso behandelt wie Tiere. Also von Anfang an erstmal eine faire Chance zu geben oder sogar mehr als eine faire Chance zu geben. Und ich habe immer wieder schlechte Erfahrungen gemacht. Also warum auch Menschen mir weniger bedeuten. Warum ich jetzt, wie ich schon mehrmals gesagt habe, den Verlust von meiner Katze, die ich 22 Jahre hatte, oder von dem Hund, den ich nur knapp über ein Jahr hatte, aber ich hatte ihn halt schon länger. Ein Jahr, wo er dann wirklich mit mir zusammen war, wo er bei mir war. Warum ich das schwerer verkraftet habe, den Verlust von dem Hund oder von meiner Katze, als von Menschen, die ich natürlich schon länger gekannt habe als Tiere, wo ich im Unterschied zu den Tieren auch schlechte Erfahrungen gemacht habe, schlechte Erinnerungen hatte und auch schlechte Erlebnisse hatte, während ich noch diese Menschen real erlebt habe. Gut. Ich laufe noch mal ein Stück. Moment, ich schalte wieder um. Ja, ich laufe jetzt nochmal da rein. Mal sehen, ob ich da möglicherweise noch singen kann. Ansonsten singe ich von daheim. Also wie gesagt, dann singe ich aber nicht. Bin ich nur glücklich, wenn es schmerzt oder für immer, dann singe ich wahrscheinlich weit weg. Und das passt da. Weil so komme ich mir jetzt gerade vor hier. Ich laufe die ganze Zeit in Erfurt spazieren, mittlerweile 3-4 Stunden. Ständig werde ich gestört oder ich fühle mich irgendwo nicht wohl. Also es ist nicht ideal, wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe, aber das kennt man ja. Ich habe schon öfters Video gemacht, wo nicht alles so geklappt hat, wie ich wollte. Dafür ist es halt authentisch, also ohne Nachbearbeitung, ohne, wie sagt man, dass es geschönt wird. Also es ist wirklich real, wie es jedem passiert, also komplett aus dem Leben gegriffen. Und irgendwie klappt es nicht so richtig. Also ich hätte normalerweise, wenn es alles wunderbar gelaufen wäre, im ersten Video bereits eine Stelle gefunden, wo ich singen konnte. Mittlerweile ist das Video Nummer 7. Bis jetzt hat es noch nicht geklappt. Und ich bezweifle, dass es jetzt noch klappt. Also wenn, dann mache ich Video Nummer 8 von daheim aus. Aber dann, wie gesagt, ein Lied, was nicht schon mal vorgekommen ist. Also was ich nicht schon mal versucht habe, zu Hause bereit zu singen. Dann ein komplett neues Lied. Wahrscheinlich weit weg. Ich laufe noch ein bisschen mit euch. Aber ich merke, ich muss noch mal strullen. Also wahrscheinlich muss ich eh
noch mal kurz einhalten, das Video, weil das soll ja nicht im Video drin sein, wie ich gerade gestohlt habe, also die Geräusche. Ja. Hier geht es jetzt weiter. Ja. Ja, das ist schon irgendwie ärgerlich, wenn nicht so klappt, wie man will. Moment, jetzt mal selber kurz überlegen. Da kann ich durch. Ja gut, sieht man jetzt nicht. Da ist ein Weg. Hier ist ein Weg. Ja. Ah, ich kann aber kurz was erzählen im Moment. Muss ja noch ein bisschen weiterlaufen. Aber der Film ist ja mittlerweile auch schon, wie sagt man, von YouTube zensiert worden. Also ich versuche es auszuhalten. Ich merke, dass ich dringend mal strollen muss, aber ich versuche es einzuhalten. Also ich will noch mal was Wichtiges erklären. Weil das hat auch was mit einer Art von Respekt zu tun, der Person gegenüber, über die ich gleich spreche im Moment. Also das kann ich zeigen, ohne dass ich Persönlichkeitsrechte verletze oder halt die Rechte von anderen verletze. Sekunde. Ich muss noch ein Stück weitergehen. Aber ich habe schon umgeschalten, ich wollte sagen, ich schalte erst mal um, dass die Kamera vor mich filmt. Hier ist ein Altersheim. Also merke ich halt nicht drauf ein. Hier ist ein Altersheim, der Eingang hier, wo ich gerade mit meinem Finger hinzeige. Da. Hier ist daneben eine Schule, also hier ist ein Weg. Sieht man jetzt nicht. Hier ist der Eingang vom Altersheim, hier geht der Weg nach links ab. Sekunde. Ja, es dauert, ich renne ja nicht. Es ist wie gesagt komplett authentisch, es ist hier nichts irgendwo vorbereitet, aufbereitet. Also so wie es passiert, wird es gefilmt. Also hundertprozentig live, hundertprozentig authentisch. Ich werde es hinterher nicht weiter bearbeiten, ich werde es so wie es ist. Video für Video, mittlerweile ist das Video Nummer 7 hier, das hier, was jetzt gerade passiert. Da, diesen Weg laufe ich jetzt lang hier. So werde ich es hochladen. Jetzt muss ich hier vorne an der Ecke kurz was sagen, Moment. Hat nämlich auch mit YouTube zu tun, also nicht mit euch Zuschauern, sondern mit YouTube. Ganz kurz, hier sind eh keine Leute in der Nähe. Ja, hier war das Altersheim, da, wo ein paar beleuchtete Fenster zu sehen ist. Hier ist eine Schule, hier, da. Ich weiß nicht, ob es eine Turnhalle ist oder irgendwas oder das Lager. Hier ist die Schule, Behindertenschule, also war damals in DDR-Zeiten bereits eine Behindertenschule. Das Leben der anderen, Moment, ich schalte da überhaupt nicht. Ich glaube, mich garantiert keiner. Das wäre wirklich extrem, wenn sowas nochmal passieren würde. Das Leben der anderen. Von 2006 mit Ulrich Mühe, Sebastian Koch, ihr wisst, was ich meine, Thema Staatssicherheit, das Leben der anderen, 2006 erschienen von Sebastian von Donnersmarck oder so ähnlich, also hier der Schauspieler hier, der Regisseur. So und so von Donnersmarck, das Leben der anderen 2006. Hauptrolle Sebastian Koch, Ulrich Mühe. Und so eine dunkelhaarige, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, also ihr wisst, wen ich meine. Dunkelhaarige Schauspielerin, das Leben der anderen 2006, sehr bekannt. Hatte ich erst auf meinem Kanal veröffentlicht. Wurde mir dann wieder zensiert. Aber komischerweise auf anderen Kanälen. Warum ich überhaupt die Idee hatte, den Film nochmal hochzuladen? Genau wie das Leben der Anne Frank hier, Anne Frank, die wahre Geschichte, oder die Harald Schmidt Show, oder hier die Harald Schmidt Show auf Vaterrhein, oder überhaupt andere Filme. Was in anderen Ländern oder auch in Deutschland von anderen Leuten teilweise ohne Probleme lief oder gelaufen ist, wenn ich das hochgeladen habe, hieß es entweder, habe ich mir Kritik anhören müssen, habe ich mir Beschimpfung anhören müssen von irgendwelchen Trollen, von irgendwelchen Idioten. Hieß es, ich würde denen ihre Videos klauen, also ich würde sie einfach wieder veröffentlichen, dabei habe ich die Videos selber, also das Originalmaterial, Film oder Serien oder sonst was. Bis auf das hier, also das ist ja jetzt original, das ist ja jetzt wie gesagt meine eigene Aufnahme.
Oder es wurde mir halt wegen Urheberrecht Probleme gemacht. Also ich musste es wieder rausnehmen. Oder es wurde halt von YouTube automatisch. Also ich habe eine Sperre oder eine Verwarnung riskiert. Und da habe ich, wo ich das hochgeladen habe, das Leben der anderen von 2006, Sebastian Koch, Ulrich Mühe. Jetzt komme ich gerade nicht auf die Schauspielerin. Also eine relativ bekannte Schauspielerin hier, dunkelhaarig. Hat auch bei der Bader-Meinhof-Komplex mitgespielt. Da habe ich was erwähnt. Moment, jetzt muss ich wieder umschalten. Hier ungefähr, ich komme jetzt gleich zu der Stelle. Achtung, Moment. Also ich glaube mit Absicht, aus Respekt, etwas gemächlicher. Wem das, was ich klar erzähle, falls das noch weiß, ich glaube nicht, dass es noch jemand weiß, wem das so hart ist. Also es geht um ein brutales Verbrechen. Der sollte jetzt bitte dieses Video unterbrechen. Also hier ist keine brutale Stelle zu sehen, aber ich möchte auf etwas hinweisen. Achtung, ich lade noch ein Stück. Ich weiß ungefähr, was passiert ist. Also wie gesagt, hier ist diese Schule hier. Ich zeige es mit Absicht nicht weiter, das Gebäude. Hier, der Weg. Hier ist der Eingang zur Schule. Ich zeige mit Absicht nicht weiter ausführlich. Also Erfurter muss ich nicht erzählen, ich erzähle es für andere. Ja, ungefähr hier. Wahrscheinlich diese Laterne als wie sagt man, Merkhilfe, als Orientierungspunkt hier, ungefähr da. Ja. Das Leben der anderen, der Film. Die meisten kennen den Film, das Leben der anderen. Ein Ex-Stasi-Mitarbeiter, also am Schluss, ich gehe jetzt mal speziell auf den Schluss ein, ein Ex-Stasi-Mitarbeiter, der auch Gutes getan hat, muss dann sein Lebensabend damit bestreiten, dass er Zeitung austrägt, also hier sogenannte Drücker ist, also sprich am späten Abend oder in der Nacht läuft er mit einem Rolli, mit einem Rollator rum, also so in seinen Wagen, was man hinter sich herzieht, was auch ältere Leute zum Einkaufen benutzen, mit Zeitung vollgepackt. Und wirft halt nachts Zeitung ein oder am späten Abend oder am Tag Zeitung ein. Und ich hatte einen Bekannten, also einen ehemaligen Freund. Dessen Vater war auch bei der Staatssicherheit. Das war bekannt. Also der hat nie ein Geheimnis draus gemacht. Das war ohnehin nicht zu verbergen. Der ist ja Woche für Woche nach Berlin gefahren und ist erst am späten Freitagabend nach Hause gekommen. Also es war bekannt, dass er bei der Stasi war. Moment, ich zeig auf mich. Ungefähr hier muss es passiert sein. Ich sag gleich, was ich meine. Ungefähr die Stelle, was ich gerade gezeigt habe. Der Vater von einem Bekannten von mir, sehr guter Kumpel. Wir haben viele Jahre zusammen ein Top-Verhältnis gehabt. Und ich wusste, was sein Vater ist. Und wie gesagt, ich habe ihn dafür nie verurteilt. Ich habe den Vater nie verurteilt. Er hat mir persönlich nichts Böses getan, hat mir nie geschadet. Jetzt muss ich wieder umschalten. Erfurter muss ich nicht sagen, Erfurter wissen es, ist hier an dieser Stelle, wo diese Laterne steht, ungefähr da, ist nachts, wo er Zeitung ausgetragen hat, nach der Wende, also nach 1990, ist hinterrücks von irgendeinem durchgeknallten, keine Ahnung aus welchen Gründen, also das hatte nichts mit Rache zu tun, also dass jemand selber im Stasi-Gefängnis gesessen hat und hat dann hinterher irgendwo darunter zu leiden gehabt, ist hier der Schädel eingeschlagen worden hinterrücks. Also ist umgebracht worden, ist hier an dieser Stelle ungefähr gestorben, hier, wo diese Laterne ist. Da. Deswegen habe ich gesagt, also wem das so hart ist, obwohl ich es, wie gesagt, nur beschreibe. Also ich zeige es ja nicht. Es war ja niemand dabei, aber es wurde halt hinterher rekonstruiert, der Tatablauf. Also ungefähr von da gekommen. Da geht es dann weiter. Er ist ungefähr von hier gekommen, ist hier lang gelaufen. Dieser Typ muss ihm von da gefolgt sein. An der Stelle oder hat hier schon wo auf ihn gewartet, was weiß ich, vielleicht waren damals hier irgendwelche Gebüsche, hat ihm hinterrücks, ich schätze mal mit irgendwas, mit Fäusteln, Hammer, ein Stück massives Holz, hat ihm hier ungefähr an der Stelle hinterrücks den Schädel eingeschlagen. Er hat diesen, den er umgebracht hat, gar nicht gekannt, ich weiß gar nicht, was er dafür gekriegt hat, ich glaube 10,
15 Jahre. Ich weiß nicht, ob er hinterher Sicherheitsverwahrung gekriegt hat, also dass der gar nicht wieder rausgekommen ist. Vielleicht ist er mittlerweile schon wieder auf freien Fuß. An dieser Stelle wurde diese Person ermordet. Also ich kannte ihn nicht so gut wie mein Kumpel, ist klar, war ja nur der Vater von meinem Kumpel, aber ich kannte ihn natürlich. Ich habe mit ihm zu tun gehabt, ich habe mit ihm mehr als ein Wort gewechselt. Und ich weiß, es war von Haus aus kein schlechter Mensch. Und da bin ich, wie gesagt, einer der wenigen, die irgendwelche Ex-Stasi-Leute in Schutz nehmen wollen. Aber diese Person weiß ich definitiv, also die hat niemanden geschadet. Der war wahrscheinlich, wenn überhaupt, bei der Stasi, bei der Staatssicherheit, die Staatssicherheitsbehörde der ehemaligen DDR, der war überhaupt in irgendeinem Büro zuständig. Also sprich ein reiner Schreibtischtäter, wenn überhaupt ein Täter. Und da wurde er umgebracht. Also nach der Wende, wo er bereits gar nicht mehr bei der Stasi aktiv war, wo er eigentlich Rente kassiert hat, hätte davon locker leben können, konnte wahrscheinlich nicht schlafen oder sonst was und hat hier nachts freiwillig Zeitung ausgetragen. Da wurde ihm der Schädel eingeschlagen hinterrücks. Der Mörder hat, soweit ich weiß, wenn überhaupt 10 Jahre bekommen, vielleicht sogar weniger. Vielleicht war Alkohol im Spiel, vielleicht war er geistig umnachtet, ist mittlerweile wahrscheinlich auf freien Fuß. Da. Jedes Mal, wenn ich hier lang laufe, sobald ich diese Laterne sehe, diese Schule hier sehe, bei dieser Stelle, ich weiß ja, wo es hier passiert ist, da ungefähr, aber die Laterne steht da. Da ist es passiert. Da wurde einem Menschen, egal ob er wirklich Schuld auf sich geladen hat oder nicht, hinterrücks der Schädel eingeschlagen. Muss ich einfach dann nicht erzählen. Gerade Leute hier aus dieser Gegend, ich will jetzt gar nicht die Gegend weiter beschreiben. Hier hat man hier schon wieder ein Gebäude, jetzt teilweise ein bisschen was erkannt. Oder hier, die Schule habe ich erwähnt, oder das Altersheim. Ja. Gut. Das hatte ich bei Das Leben der Anderen erwähnt. Auch wo ich Das Leben der Anderen bei jemand anderes auf dem YouTuber-Kanal entdeckt habe und auch später auf meinen eigenen. Dadurch, dass der Film wieder Probleme gemacht hat, also ich musste den Film wieder rausnehmen oder YouTube hätte noch gelöscht. Dadurch war halt auch wieder der Kommentar untergegangen. Jetzt habe ich es nochmal erwähnt. Naja, keine schöne Geschichte. Es ist krank. Egal, ob man sich als Opfer betrachtet und ob man jemand anders als Täter betrachtet. Jemand feige, hier. Ich weiß nicht, ob hier noch damals Gebüsche waren. Da. Hier, ob hier noch Gebüsche waren, wo das passiert ist. Tatzeit. Ist ja einige Jahre her, sieht da jetzt ganz anders aus. Jemand feige hier irgendwo auflauern. Vielleicht sogar mit einem Stein oder mit einem Knüppel oder mit einem Fäustel, also sprich einen kräftigeren Hammer. Leuten, die vom Bau kommen oder überhaupt Ahnung haben von Werkzeugen, muss ich ja nicht erklären, also was ein Fäustel ist. Da ist etwas mehr Bums dahinter, wenn man damit irgendwo geschlagen wird. Jemand hier irgendwo auflauern hier, angenommen an der Stelle, wenn damals schon die Laterne gestanden hätte, wenn hier noch Gebüsche waren hier. Und hinterrücks 2-3 Mal auf den Hinterkopf zu schlagen, also bis er tot ist. Also das ist schon in meinen Augen ziemlich krank. Egal, ob jemand wirklich glaubt, er war im Recht, also der Täter. Aber so wie ich mitgekriegt habe, war der Täter geistig umnachtet. Also der hatte, es hatte überhaupt keine politische Motivation, gar keinen politischen Hintergrund. Er hat sich aber irgendwie, keine Ahnung, gestört gefühlt, weil diese Person immer hier nachts hier lang gelaufen ist. Kam von da, ist hier den Weg lang gelaufen. Ist hier vorgelaufen, wollte normalerweise hier an den Gebäuden, wo ich angefangen habe zu filmen, weiterhin Zeitung austragen. Ja, irgendwie höre ich jetzt im Hintergrund hier, der Typ, der da auch war, mit mir hat es nichts zu tun, aber es passt. Okay. Das wollte ich erwähnen. Also das hatte ich, wie gesagt, bei Das Leben der Anderen erwähnt, wo ich den Film hochgeladen habe. Im Unterschied zu anderen wurde mir Probleme gemacht. Das habe ich wieder auf mich umgeschalten. Und das war, wie gesagt, der Vater von meinem langjährigen Freund. Aber hinterrücks von irgendeinem geisteskranken Idioten aufgelauert und der Schädel eingeschlagen. Tja, kein schönes Thema, aber ist real passiert. Erfurter wissen, wovon ich rede. Gerade Erfurter, die über den Fall schon mal irgendwo was gehört haben. Okay, bis später. Ciao.